Das erste auf Nase, Leute. Nix Jetpack. Das erste auf Nase. Ich möchte sehen, ob wir Mohammed Salah abfahren. 3, 2, 1, come on. Erster Spieler, bitte. Leroy Sané! Endlich, ich hab endlich mein Glück, Leute. Ich hab endlich mein Glück mit meinen roten Karten. Leroy fucking Sané. Endlich, Leute. Hashtag Sané in den Chat. Ja, oh mein Gott. So muss das sein, Mann. Ja, wir nehmen Collins. Wir nehmen Collins. Wer braucht schon Sané? Oh mein Gott! Wäre das Jetpack gewesen, dann wären alle maximal 80 gewesen, Leute. Trust me. Bitte, Mohammed Salah, let's go. Let's fucking go, meine Freunde. Okay. Alter, ich nehme Olsen. Schieß drauf. Division Rivals Rewards, da haben wir letzte Woche Mbappé gezogen. Und jetzt gebe ich der Shiggy noch eine Chance. Nein, Shiggy hat einfach kein Glück dieses Jahr. Abfahrt. Nach Leroy Sané, wem ziehen wir jetzt? Ein Workout, come on. Come on. Bitte, was Gutes. Ein Inform. Hä? Kolarov! Okay, oh, egal! Kolarov, der kostet sicher etwas, oder? Besser als gar nichts, oder? Wie viel kostet der Boy? Let's go! Immobile, die kostet Leno! Geht doch! Immobile kostet 20.000 oder so. Oh! Ja, 25.000. Dann öffne ich mit der Nase das Jetpack. Abfahrt! Come on! Please! Ich habe noch gar nicht geöffnet, Leute. Es kann doch gar kein Sauerbrenner sein. Bitte, irgendetwas Gutes. Mertens. Okay, das ist doch nicht schlecht, oder? Dries Mertens. 53.000 mindestens. Easy. Verkauf mir gleich. 3, 2, 1. Ehrenmann. Bitte, Shiggy. Sei ein Ehren-Shiggy. Let's go. Come on. Hab doch schon geöffnet, oder? Alter! Ein Shiggy und ein Jetpack, Leute! Endlich ein Workout und das zum Abschluss! So, Leute! Direkt von der Arbeit, Black Friday. Es ist 18.59 Uhr. 20 Sekunden sind noch bis zur ersten Lightning Round. Mal gucken, welche Packs kommen werden. Ich habe ein bisschen aufgeladen für euch. Hoffe natürlich, dass ihr mir da schon mal einen Daumen nach oben gebt. Und ja, ich hoffe auf Pack Luck. Auf jede Menge Pack Luck. Es geht los in 5 Sekunden, Leute. Let's go. Packs ansehen. Das sind meine seltene Spielerpacks. Das sind meine Lieblingspacks, muss ich euch sagen. Bei keinem Workout machen wir sofort weiter. Wir skippen das Ganze. Drin ist, okay, geht klar. 283er. Oha, die gehen ja sofort weg. Oh mein Gott. Shit, kein Workout. Okay, wir machen weiter. Alter, die gehen ja richtig schnell weg. Falcao und Basakli. Sehr, sehr geil. Werner ist auch am Start. Aber dieses Pack war auch nicht schlecht. Sie sind nicht mehr verfügbar. Das ging schnell. Tafel. Abfahrt. Wer ist da? Matic. Das Matic. Das ist Milinkovic-Savic, okay. 85, geht klar, Leute. 85 Milinkovic-Savic, hab nichts ausgegeben für die Top-Partien. Schauen wir gleich mal, wie viel der kostet. Ander Herrera ist auch am Start. Ja, Wolski, Leute. Dann würde ich mal meinen, wir sehen uns dann in der nächsten Lightning Round. Das müssten die 100k-Packs sein. So, Leute, es geht los. 20 Uhr ist es. Ich glaube, 100k-Packs müssen das sein. 100k-Packs und es gibt 100.000. Let's go, laden nicht so lang. Lass uns das erste Pack öffnen. Das erste 100k-Pack. Ein Workout, meine Besten. Come on. Eine Legende. Im ersten Pack. Engländer. Teddy vor. Lass es folgenden sein. Es ist Soul Campus 87. Legende. Meine zweite Icon, Leute. Meine zweite Icon. Soul Campus. Meine erste Icon ist Ronaldinho Prime. Oh mein Gott. Es hat sich ausgezahlt zu warten. Und dann noch Batshuayi, Khedira, Saul, Felipe Luis, Bernardo Silva. Was ist das für ein Pack, Leute? Soul Campbell. Wir schauen uns den später an, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Legende, Leute. Eine Legende. Ich komme gerade nicht drauf klar. Es treten Probleme auf. Abfahrt. Lass mich das Pack öffnen. Come on.
Das Pack öffnet sich, Leute. Come on. Nächster Walkout. Nächster Walkout. Please. Noch eine Legende. Das wäre zu schön gewesen. Aber ein Info-Walkout. Wer ist denn das? Kolarov. Den ziehe ich zum zweiten Mal. Okay. Weiter geht's. Aber es kann noch ein Simon, also noch ein anderer Walkout sein, ein normaler. Es ist Matic, Süle, Wally, ist okay, Kolarov und Rakitic steht frei. Subasic. Mega geil. Alter. Eine Legende. Ich komme nicht drauf klar. Wir können vielleicht noch ein, zwei Packs ziehen. Ja, es öffnet sich. Ist es ein Walkout, Leute? Kein Walkout, skippen wir. Weiter geht's. Das interessiert uns da nicht. Soos, Draxler, ist okay. Ist okay. Benzema, Rodrigo, Herrera. Ich komme immer noch nicht drauf klar, Leute. Wir haben einfach noch eine Ikone gezogen. Gib mir dieses Pack. Ja! Lass es noch ein Walkout sein. Kein Walkout. Wir skippen. Okay, Mandzukic. Vielleicht geht sich noch ein Pack aus. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Ei, keine Packs mehr. Wir haben einfach so Kepi gezogen. First Owner. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe auf Arbeit, habe ich auch schon Packs gezogen. Da war im Pack drinnen Cavani, Thiago Silva und zum vierten oder fünften Mal Roberto Firmino. Alter, es eskaliert. Und dann, es kommen dann die 125k-Packs und dann öffnen wir natürlich auch. So, Leute, Shiggy Sorgen sind jetzt auch dabei. Wir sind in der nächsten Lightning Round. Ja, jetzt sind wir in der nächsten Lightning Round. Ultimatives Pack 125.000. Das heißt, mindestens 3 ziehen wir. Bitte. Jetzt bekomme ich es. Bitte ein Walkout. Ein Walkout, kein Walkout, wir skippen. Einfach weiter, egal. Okay, Keita, okay, traurig eigentlich. Aber in Form, Süle. Jetzt, jetzt, Leute, jetzt. Walkout, Walkout, come on. Ach, ich bin jetzt immer so gehypt. Auf eine Icon oder so. Das ist Isco, das ist David Silva. Okay, ich ziehe das zweite Mal David Silva. Kann man lassen, 89 Rating. Geht in Ordnung. Walker ist am Start. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Walker kostet. Egal, David Silva, Kagawa. Okay, Walker. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass der 100k kostet. Keine Ahnung. Ich glaube, das sieht danach aus, dass wir noch 2 öffnen können. Jetzt wieder ein Walkout oder kein Walkout, Leute. Kein Walkout in diesem Pack. Das ist alles Bullshit. Diese Packs. Eines bekomme ich noch, Leute. Lass ein Walkout sein, kein Walkout. Das ist ja, das ist echt frech, muss man schon zugeben. 84, 3x84er. Leute, ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich euch das sagen soll. Ich dachte einfach, okay, 4 Packs. Scheiß drauf, du wirst nicht ziehen. Du hast heute eine Icon gezogen. Du kannst nicht an einem Tag. Nein, nein, was heißt denn an einem Tag? Du kannst nicht innerhalb 2 Stunden 2 Ikonen ziehen. Was ist passiert? Ich dachte, nein, du brauchst nicht aufnehmen. Ich zeige euch das jetzt, Leute. Zweite Ikone innerhalb 2 Stunden ist mir noch nie passiert. Das ist jetzt meine dritte Icon inklusive Prime Icon R10. Einfach noch Del Piero 87. Guckt mal an, das ist mein Account. Wir haben heute Walker gezogen. Firmino habe ich euch gezeigt. Keine Ahnung, wem ich euch noch gezeigt habe. Gehen wir mal zum Transfermarkt. Da sieht man, glaube ich, meinen Namen. Hier sieht man meinen Namen, meine Besten. 1,2 Millionen mindestens, Leute. 1,2 Millionen mindestens. Ich dachte, er kostet wie Campbell. 760.000. Nein, er kostet 1,2 Millionen mindestens. Oh mein Gott, Leute. Schaffen wir mindestens 4.000 Daumen nach oben. Ich krieg die Krise. Ich habe noch nie an einen Tag 2 Icons gezogen. Gefühlt alle 2. Maximal. Ja, was heißt maximal? Letztes Jahr habe ich 3 Ikonen gezogen. Keine Ahnung. Es ist 23.11. und ich habe schon 3 Ikonen gezogen. Aber was für welche? Heftig, meine Besten. Es ist echt heftig. Oh mein Gott. Ich bin echt sprachlos, das muss ich echt zugeben. Ich bin so sprachlos. Wir werden den auf jeden Fall sofort verkaufen. Was ich so mitbekommen habe, ist der Markt momentan teurer als sonst. Okay, das ist nicht mal ein Walkout. Das ist aber, kann Sterling sein. Wir haben aber die UCL Live-Karte. Das heißt, auch geil. Stellt euch vor, ich hätte das Ganze gestreamt. Ich ziehe einfach innerhalb 2 Stunden 2 Ikonen. Zu krass, das ist jetzt das letzte Pack. Vielleicht knacken wir wirklich die 4.000 Daumen nach oben. Es würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Es ist wieder kein Walkout.
angeschaut. Egal, von den 4 Packs einer Ikone. Nehme ich einfach mit. Ist ein 83 aus 25 Euro. Schicki, du warst sogar live dabei. Schicki. Mann, Leute, es ist so bitter. Ich habe bei Del Piero vergessen, die Facecam aufzudrehen. Jetzt ist das letzte Mal, Leute, dass ich hier bin. Denn es sind die 100 K-Packs rausgekommen. Noch ein seltener UCL-Spieler, Leute. Das ist kacke, wenn man das so sieht, ja? Gehen wir aber nochmal links rum. Zweimal in Form und noch vital, so wie Robertson. Es ist heute zu krass. Was ist noch am Start? Golasinac, Grüße an Anis, mein Ehrenmoderator. Aber Leute, es ist heute echt unglaublich. So, da sind noch zwei zu ziehen. Bin gespannt, vielleicht geht sich noch ein Walkout aus. Es geht sich noch ein Walkout aus. Let's go! Come on, ein Inform-Walkout. Das ist Koulibaly! Ist das der Second oder Inform? Okay, das ist der Inform Koulibaly. Ich weiß es gar nicht. Koulibaly, jetzt spreche ich ihn mal richtig aus. 88 Inform Koulibaly. Holy shit, die Facecam ist an, die Aufnahme ist an. Es ist einfach nur verdammt nochmal unglaublich. Ich komme einfach nicht darauf klar. So viel Packluck an einem Tag. Jimenez ist noch am Start. Koulibaly, zu krass einfach. Also wieder über 100k. Jetzt das letzte Pack, meine Besten. Come on, vielleicht noch ein Walkout zum Abschluss. Okay, schade. Aber wir haben ja noch das UCL-Pack und eventuell, okay, Inform. Das ist Orban, den habe ich heute auch schon gezogen. Ich habe euch ja gezeigt, ich habe erst die Aufnahme begonnen beim zweiten 125k-Pack, ja. Im ersten 125k-Pack hatte ich drei oder vier Discard-Inform. Schade, dass ich das nicht auch schon reingegeben habe. So bitter. Dann habe ich einen First Owner UCL Alba oder Sergio Ramos. Der wäre übertrieben lecker. Keine Ahnung. Egal. Wir haben heute schon so geile Zeug gezogen, Leute. Mir ist es jetzt wirklich egal, was wir hier ziehen werden. Ich sage jetzt nicht, dass keine... Na, Leute. Wir sehen nichts, ob es ein Walkout wird. Tolisso. Okay, Tolisso ist auch nicht schlecht. Guck an, gibt auch noch ein paar Münzen. Stabil, sehr, sehr geil, den verkaufen wir auch sofort. Ich bin wirklich, das war's jetzt. Ich werde jetzt nicht noch ein Video, beziehungsweise nicht noch Packs dazu reingeben. Das war jetzt mein bestes FIFA 19 Pack Opening insgesamt. Aber mein bester einzelner Spieler war immer noch Ronaldinho Prime. Und ja, wie gesagt, das würde mich sehr, sehr freuen. Eskaliert alle nochmal mit einem Daumen nach oben. Es ist jetzt 23.08 Uhr. Ich werde jetzt noch schlafen gehen. 4 Uhr klingelt mein Wecker, dann werde ich aufstehen, das Video schneiden. Und um 8 Uhr geht es dann wieder zur Arbeit. Ich bin sehr, sehr, ja, fertig. Darunter habe ich noch meine Arbeitskleidung an. Also ich hatte einen sehr, sehr harten Tag. Eskaliert einfach. Macht euch 3. Accounts, 4. Accounts, egal was. Einfach den Daumen nach oben sprengen. Wie gesagt, ich wünsche euch was, meine Besten. Ich bin einfach fassungslos heute. Ciao.